Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist es auf den Tag genau 6 Monate und 2 Tage her, dass ich vegan geworden bin. Die letzten 6 Monate waren für mich persönlich sehr lehrreich, muss ich sagen. Ich möchte als erstes darauf eingehen, dass ich auch das eine oder andere Mal nicht vegan gegessen habe. Das hat aber einen Hintergrund, den ich für mich einfach so entschieden habe, weil ich einfach sonst in einen gewissen Konflikt komme, den ich nicht eingehen möchte. Das hängt nämlich damit zusammen, dass meine Oma, die ist jetzt schon relativ alt, die geht auf die 70 zu, die hat keinen Plan, was vegan ist, geschweige denn sonst irgendwas in die Richtung, bei der esse ich gelegentlich nicht vegan. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe das in einem vorherigen Video schon erwähnt, hat sie extra wegen mir meine Lieblingskekse gemacht und die enthalten Butter, sind somit eigentlich nicht vegan. Das Ding ist, ich möchte zu meiner Oma nicht sagen, hey Oma, ist nett, dass du dich 4 Stunden in die Küche stellst, für mich Kekse machst, aber ich esse sie nicht, weil ich bin vegan. Das sind einfach Punkte, wo ich sage, hey, da muss ich einen gewissen Kompromiss finden. Und ich sage mal, wenn ich jetzt einmal im Monat bei meiner Oma eine Kleinigkeit esse, die nicht vegan ist, denke ich, stellt mich das nicht aus Faker oder irgendwas dar. Wobei ich sagen muss, dass meine Oma da trotzdem relativ cool damit umgeht, denn seit sie weiß, dass ich vegan bin, geht sie extra vorher einkaufen und kauft für mich einen veganen Aufstrich, einen veganen Kuchen oder so. Also es ist echt cool, wie meine Oma damit umgeht. Der nächste Punkt, wo ich nicht vegan gegessen habe, ist ein Punkt, über den ich mich sehr ärgere. Und zwar ist es mir persönlich sehr häufig passiert, dass ich in einem Restaurant oder in einer Bäckerei oder irgendwas gefragt habe, hey, ist das vegan? Mir versichert wurde, ja, das ist vegan, das ist 100% vegan. Und dann im Nachhinein kommst du auch, hey, das war doch nicht vegan. Und das ist einfach ein Punkt, der mich aufregt. Wenn ich extra frage und sage, hey, ich bin Veganer, ich möchte es bitte vegan haben, ist das vegan? Und dann kommt jemand und sagt, ja, ist vegan. Und dann kommst du drauf, es ist nicht vegan. Ist einfach für den Arsch. Was ist daran so schwer, wenn man ein Restaurant oder eine Bäckerei hat, sein Team richtig zu briefen, okay, das sind Veganer, die dürfen das nicht essen. Das ist nicht so viel Arbeit, das kostet vielleicht im Jahr eine Stunde. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich sagen muss, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn jetzt ein 70-Jähriger nicht versteht, was Veganismus ist, die mir nahesteht, ist es was anderes, wie wenn eine 22-jährige Verkäuferin hinter der Bäckerei keinen Plan hat, was Veganismus ist. Und da wäre auch cool, wenn ihr mir eure Meinung dazu schreibt und was ihr dazu denkt. Ich finde es ein absolutes No-Go. Das waren die Ereignisse, wo ich nicht komplett vegan war. Ich hoffe, ihr hatet mich jetzt da nicht zu Tode. Nun möchte ich noch auf eine weitere Sache, die sich in den letzten 6 Monaten extrem verändert hat, eingehen. Und zwar mein Gewicht. Wie man sehen kann, habe ich, seit ich vegan bin, richtig viel abgenommen. Um genau zu sein, sind es 22 Kilogramm. Das ist natürlich was richtig Gutes, Motivierendes für mich, denn ich versuche schon lange wieder abzunehmen. Und das ist auch was sich verändert hat. Aber ich glaube einfach, dass es damit zusammenhängt, dass ich mich mittlerweile mit meiner Ernährung sehr, sehr viel mehr auseinandersetze. Ich informiere mich über Vitamingehalt, Kohlenhydratgehalt, Eiweißgehalt, alles zusammen. Und ich glaube, das macht es einfach aus. Alles in allem möchte ich jetzt zum Schluss noch ein kleines Fazit ziehen. Vegan zu sein ist teilweise schwer. Aber man lebt gut, man nimmt ab, man fühlt sich fitter und es war eine richtig gute Entscheidung und ich lege jedem nur nahe, auch vegan zu werden. Natürlich möchte ich keinen jetzt dazu zwingen oder so, aber wenn ihr vegan werden wollt, schaut meinen Kanal aktiv. Ich werde alles, was Veganismus betrifft, auf diesem Kanal teilen. Das war's dann für heute.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben, aktiviert die Glocke. Hiermit bin ich raus. Ciao.